Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal zwei richtig, richtig gute Tipps geben zum Thema Messschieber. Richtig tolles Werkzeug, gerade in der Metallbearbeitung. Beim dicken Hobel ist es auch super schön, dass man einfach schnell schauen kann, okay, was haben wir denn genau für ein Maß, dass wir demnach den Hobel einstellen können, um halt entsprechend was runterzuhobeln. Jetzt kann man dieses Teil hier auf eine Art und Weise ein gutes Stück besser benutzen und mit einer Eigenschaft kann man das bei manchen Maschinen noch viel, viel besser organisieren. Also wir fangen als erstes mal mit dem nützlichen Trick an, wie ihr diesen Messschieber noch benutzen könnt. Und dafür brauchen wir ein Stück Holz, wo eine Nut oder ein Falz oder irgendwie ein Absatz drin ist, den wir ganz genau ausmessen möchten. Ich habe hier mal ein Stück Buchenholz vorbereitet. Da ist eine Nut drin. Und wenn man jetzt messen möchte, wie tief diese Nut ist, dann machen das die meisten Leute wie folgt. Man nimmt einfach den Messschieber, hält den Messschenkel unten an das Holz, fährt das Ganze hier rein und kann halt eben demnach sein Maß ablesen. Aber je nachdem, wie die Situation ist und je nachdem, wie tief das Loch ist und je nachdem, wie das Bauteil halt eben irgendwie vielleicht an der Maschine dran ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig und man kippelt da ein bisschen. Und deswegen zeige ich euch jetzt eine Kleinigkeit, das weiß fast niemand, wie man das Teil nämlich noch benutzen kann. Also, unsere Nut, wir nehmen den Messschieber und messen das Ganze, haben unser Maß einwandfrei. Jetzt kann man den Messschieber aber auch einfach so rumnehmen und hält den so in die Nut. Da hat man den Vorteil, dass das Ganze nicht kippeln kann. Ihr seht es ja hier, wir können das Ganze runterfahren, stellen das Ganze fest und können so auch unser Maß messen. Denn wir können auch das hier als Referenzpunkt nehmen, als Anschlag hier oben auf diesem Holz. Jetzt haben wir nämlich genau das gleiche Maß wie hier unten mit dieser Leere, wo wir das Ganze gemessen haben. Es kommt gleich noch ein Trick, den werde ich euch gleich zeigen. Aber schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Bei mir damals in der Ausbildung, da hat es auch kein Meister gewusst, beziehungsweise es hat keiner so gezeigt. Aber das hier ist eine richtig tolle Möglichkeit, gerade im Holzbau, wenn man da etwas nachmessen möchte. Denn hier das oben ist ja flach. Und das ist bei so einer Nut ein bisschen entspannter dann zu messen, wie ich es euch gerade gezeigt habe, weil wir das Ganze flach auflegen können und halt eben nicht wie hier die Gefahr haben, dass wir ein bisschen kippeln. Finde ich richtig toll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich euch so vielleicht einen kleinen Tipp jetzt geben konnte. Jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar ist es ja dann noch so, dass wir an einer Drehbank, an der Hobelmaschine, an der Abrichte oder da, wo wir es halt eben brauchen, oftmals ein Metallgehäuse haben. Und da werden wir jetzt mal eine Kleinigkeit vorbereiten, was dieses Werkzeug hier nochmal ein Stückchen aufwerten wird, was das Thema Organisation natürlich angeht. Also als erstes werde ich das Teil hier entfetten. Ich benutze diesen Messschieber meistens an der Drehbank, deswegen ist da durchaus ein bisschen mehr Öl drauf. Und als nächstes brauchen wir einen einfachen, runden Magneten. Ich habe hier solche Kleber, das ist ein Sekundenkleber mit Aktivator, den werde ich euch mal verlinken. Da wurde ich schon oft nachgefragt und da werde ich jetzt ein bisschen Kleber auf den Magneten aufbringen. Ein bisschen Aktivator auf den Messschieber aufgeben und danach nehme ich einfach hier dieses Rundteil und klebe das Ganze hier oben auf. Da noch so ein bisschen Aktivator, damit es ein bisschen schneller funktioniert. Ist kein großer Eingriff, man kann den Messschieber immer noch ganz genau benutzen, überhaupt kein Problem. Und jetzt zeige ich euch, was das für eine tolle Eigenschaft hat. Da kommen wir auch schon direkt zum Thema Hobelmaschine. Das ist meine Bäuerle-Dingen-Hobelmaschine, gibt es übrigens auch ein eigenes Video auf meinem Kanal. Da habe ich erst vor kurzem hier diese Höheneinstellung bzw. die Höhenmessung nachgerüstet. Das geht auf ein Zehntel genau und das ist eine richtig feine Sache. Man messt am Tisch, wo wir halt eben stehen. Hier vorne habe ich mein Display, kann es ganz entspannt ablesen. Wenn ich jetzt ein Stück Holz habe, dann ist es einfacher mit dem Messschieber das Ganze zu messen, um dann die Höhe danach dann halt eben einzustellen. Und mittlerweile benutze ich diesen Messschieber so, dass ich den einfach direkt hier an die Maschine dran hefte und habe den halt immer griffbereit. Warum mache ich das? Ich war bei einem Schreinerkollegen und der hat mir einmal gezeigt oder hat mir seine Hobelmaschine, die hat genau die gleiche, hat mir berichtet, dass er meistens die Schieblehre hier oben auf dem Deckel liegen hat und einmal ist die tatsächlich runtergerutscht. Und die Hobelmaschine hat die Schieblehre mitgehobelt. Kein Scherz, sie funktioniert weiterhin, das war überhaupt kein Problem. Aber er hat den Messschieber tatsächlich durch den Hobel gejagt, ganz, ganz abgefahren. Damit mir das halt eben nicht passiert und ich dieses Werkzeug an dieser Maschine immer griffbereit habe, habe ich mich dazu entschieden, dass ich den einfach mit einem Magneten dahin pinne. Wenn die Maschine läuft, rutscht er auch nicht runter, das heißt, er ist stark genug. Und so habe ich jetzt endlich richtig Ordnung in die Sache reingebracht. Und so vom Arbeitsablauf ist das sehr, sehr angenehm. Man holt ein Stück Brett, kann das nachmessen, kann es hier ranpinnen, kann die Maschine einschalten und dann geht es halt auch schon direkt los. Und gerade wenn man Einzelteile herstellt, ist das ein sehr, sehr einfacher und schneller Arbeitsablauf.
Also, das sollte mal so ein kleiner Trick gewesen sein, beziehungsweise zwei kleine Tricks. Mit dem Messen, das ist richtig genial. Und vor allen Dingen dieser Tipp hier mit dem Magneten, das könnt ihr auch bei einzelnen Schlüsseln ganz gut machen. Wenn ihr an der Tischkreissäge einen Schlüssel habt, um die Mutter zu lösen, um das Sägeblatt zu wechseln, ist auch eine feine Sache. Bei mir fällt er nämlich ständig runter, da wird das jetzt nämlich auch getan. Also, das soll es hier heute gewesen sein. Hier unten findest du noch zwei weitere Videos. Ich verlinke dir alles in der Videobeschreibung, auch was ich hier an Werkzeug benutze. Und das soll es hier heute schon gewesen sein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen ganz tollen Tag. Ciao.